So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, der vergessenen Epoche, wo wir jetzt an dieser Stelle Zyklon einsetzen werden, denn hier finden wir auch noch ein Item, da bin ich mir absolut sicher. Ich lege meine Hand auf ins Feuer. Ja, Nuss gefunden. So, und Jenna, unser Inventar wird knapp, Leute, weil wir hier so viel Scheiß gefunden haben. Verteidigung. Cosma, wuhu. Hallo Kuh, alles klar? Die Murianer sind so faul, dass ich neben ihnen wie ein Energiebündel erscheine. Der Leben währt so lange. Ja, deins nicht. Du wohnst auch hier in Emuria. Ganz schön viele Tiere hier. Schon mal gemerkt? So, Zyklon. Vielleicht liegt ja noch irgendwo was versteckt. Nö. Das war nur eine Illusion. Okay. Wo gehe ich denn jetzt zuerst hin? Schrägstrich, wo muss ich denn jetzt eigentlich zuerst hin? Ich glaube, hier auf jeden Fall noch nicht. Das Haus ist wichtig. Da gehen wir auch noch nicht rein. Unten waren wir schon, oder? Waren wir unten schon? Ja, schön. So, dann gehen wir nochmal links gucken, denn hier lauert der Senat und zwei kleine Kinder. Hallo. Es ist viele, viele Jahre her, dass in Lemuria ein Kind zur Welt kam. Die Lemurier lieben Kinder, doch ist die Kindheit hier nicht von langer Dauer. Seltsam. Wir sind die einzigen Kinder in Lemuria. Oft wünsche ich mir, es gäbe hier noch andere Kinder, mit denen wir spielen könnten. Aaron, schreite zur Tat. Ich habe echt mein Sprachzentrum ausgeschaltet. Haus des Senats und das Schild steht irgendwie auf meinem Kopf. Jetzt nicht mehr. Okay, alles klar. Rombak wahrscheinlich. So, wollen wir uns doch mal umgucken, falls der Senat überhaupt reinlässt, was er offensichtlich ja tut. Seid ihr jene Krieger von jenseits des Meeres der Zeit, die mit Aaron gekommen sind? Ja. Von welchem Nutzen könnt ihr unzivilierten Pflegel hier für euch in Lemuria sein? Kaum was wolle. Ich kann es nicht gutheißen, dass irgendjemand die Alchemie auf der Welt loslässt. Auf die Welt loslässt. Ach, Mann. Vor langer Zeit wurde die Macht der Alchemie auf eine Art und Weise missbraucht, die das Ende der Welt zur schrecklichen Realität hätte machen können. Doch gerade weil sie versiegelt wurde, behauptet der König, die Welt hätte begonnen, langsam zu welken und zu vergehen. Der Senat hasst uns, wie wir ja wissen. Ihr findet es echt voll scheiße, dass wir hier sind. Wir haben ja gerade eben gehört, wie die so drauf sind. Gelüstet es euch noch mehr Wissen um den Trank, der in solche Langlebigkeit beschert? Nö. Dann hört dies. Solange wir von der lemurianischen Quelle kosten, wären unsere Leben für lange Zeit. Es verlangt uns nicht mehr danach, unsere Heimat zu verlassen. Daher besteht keine Notwendigkeit mehr, den Trank aus alten Zeiten zu fertigen. Okay, bleib cool, Alter. Rast nicht aus, sonst lasse ich Crayden auf dich los und dann wird das echt ein schönes Massaker. Dort glaube ich auch! So, gehen wir in das Haus. Bitte lass es das... Nein, es war das Falsche. Okay, Moment. Das war das wichtige Haus. Dann war das hier das unwichtige Haus. Ja. Hallo. Ich habe Lemuria noch niemals verlassen. Ich weiß nicht, was die Welt noch zu bieten hat. Würde es die Gesetze nicht geben, würde ich die uns verbietet, wäre ich schon längst fort. Jetzt, da Aaron wieder hier ist, erzählt er uns vielleicht noch den Abenteurern, die er von der Welt erlebt hat. Ey, ich lese heute echt wie ein nasser Ochse. Ist doch nicht wahr, ey. Krieg ich mal einen Satz ohne Verleser zustande? Wir haben von keinem einzigen die Gedanken gelesen, aber gut, naja. Scheiß drauf. So, dann lesen wir doch von denen die Gedanken. Ich war, wie sagt man gleich, überrascht, als ich hörte, dass Aaron wieder hier ist. Ich hoffe, dass ich ihn bald zu Gesicht bekomme. Denn wisst ihr, wer das ist? Wer die Reisenden, die mit Aaron gekommen sind? Ja, er steht direkt vor dir, aber hey. Es tut mir leid, dass es mich so lange... Dass es mich so lange gedauerte, dich zu besuchen, Onkel. Der Satz war sogar richtig. Sein Onkel! Aaron, du bist am Leben! Ja, es gelang mir, viele Widrigkeiten zu überstehen und am Leben zu bleiben. Was für ein faszinierender Zufall! Sind wir doch tatsächlich über das Haus von Aarons Onkel gestolpert! Haha, wie die Zeit vergeht! Ich muss euch allen dafür danken, dass ihr auf meinen Neffen Acht gegeben habt. Ja, der Schlingel. Haut da einfach mal nach Gikobiki Bombo ab, um seinen scheiß Ball zu holen. Haut, ja. Das sind Felix und Crayden. Sie sind meine Freunde und waren mir eine große Hilfe. Wenn meine Schwester nur sehen könnte, welcher mächtiger Krieger aus dem scheuen jungen Aaron geworden ist. Seine Schwester, ergo Aarons Mami. Wo ist meine Mutter? Wir hatten seit unserer Ankunft so viel zu tun, dass ich noch nicht Gelegenheit hatte, sie zu sehen. Er schweigt. Jetzt fällt es mir erst auf, das Haus ist in völliger Unordnung. Was ist geschehen? Meine Mutter ist immer so ordentlich. Nein. Sie ist doch nicht schon wieder krank geworden, oder? Es gibt immer noch Krankheiten in Lemuria. Meine Mutter wurde mit einem schwachen Herzen geboren. Aaron, es tut mir leid. Deine Rückkehr kam zu spät.
Nachdem dich die Flutfälle ins offene Meer getragen hat, wurde deine Mutter plötzlich krank. Der Schock, dich plötzlich verloren zu haben, war zu viel für ihr armes Herz. Sie klammerte sich noch bis an ihr Ende an die Hoffnung, du mögest wieder zurückkehren. Vielleicht hat sich deine Mutter selbst aufgegeben, um dein Überleben zu sichern. Wäre es nicht das, was deine Mutter für dich getan hätte? Wo ist sie jetzt? Sie ruht nun auf dem Friedhof. Lies die Grabsteine. Du wirst sie finden. Und da rennt er weg. Was sollen wir tun, Felix? Sollen wir Aaron folgen? Nein, lass ihn erstmal allein. Du hast recht. Aaron braucht vielleicht noch etwas Zeit für sich selbst. Ich bin erleichtert, dass Aaron lebendig zurückgekehrt ist. Es ist mein letzter lebendiger Angehöriger. Ohne ihn wäre ich allein. Halleluja. Da haben wir doch gerade mal erfahren, dass Aarons Mutter gestorben ist, während er weg war. Und er hatte nicht mal eine Chance, sie zu verabschieden. Ich bitte euch, dass ihr Aaron Zeit lasst, um den Verlust seiner Mutter zu beteuern. Er muss sich nur dieser tragischen Situation stellen. Er braucht Zeit. Wie konnte ich diesen Dialog mal ohne viele Verhaspel vorlesen? Ihr seid nach Lemuria gekommen, um mehr über Alchemie zu erfahren, oder etwa nicht? Das dachte ich mir. Aaron hatte recht, euch hierher zu führen. Aaron verriet mir sein Geheimnis. Er vereist sein Geheimnis. Kaum ist die epische Szene vorbei, kann ich nicht mehr lesen. Er ist im Auftrag seiner Majestät des Königs unterwegs. Selbst wenn die Flutfälle Aaron nicht hinfortgetragen hätte, so wäre er dennoch aufgebrochen und hätte Lemuria verlassen. Ihr steht verwirrt darum. Aaron hat euch doch davon erzählt, oder? Nein. Aaron würde das niemals tun. Eigenartig. Ich kann nicht verstehen, warum er euch etwa verschweigt. Wenn Lord Conservator nicht den Senat dazu gebracht hätte, gegen ihn zu stimmen, wäre er schon viel früher aufgebrochen. Ich frage mich, welche Neuigkeiten uns Aaron zu berichten hat. Wie auch immer, ich weiß sehr wohl, warum er euch hierher gebracht hat. Felix, sag nicht, dass er dir nicht zumindest so viel erzählt hat. Nein. Hat Aaron euch nichts erzählt, bevor er euch nach Lemuria gebracht hat? Möglicherweise weiß ich selbst nur wenig mehr. Ups, Fettnäpfchen. Während Aaron sich den Trauer über den Verlust seiner Mutter stiehlt, bleibt euch ja noch etwas Zeit. Ich will euch einen Brief schreiben. Liebe Mama, damit könnt ihr zu Lunpa vordringen. Lunpa hat sich selbst in einem Turm eingeschlossen und belehrt, beehrt uns nur selten. Doch wenn ich ihm dies schicke, wird er euch sicherlich empfangen. Weißt du, da wirklich so ein Tag, wo ich nicht lesen kann und dann kommen natürlich nur Parts, wo ich einfach mal 1000 Sachen lesen muss. Schön. 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 Der Vogel wird ihm dies in seinen Turm tragen. Schön. Piepmätzchen, flieg aus dem Fenster. Whee! So, jetzt solltet ihr in der Lage sein, mit ihm zu sprechen. Thank you very much. So, ihr habt schon gehört, Lunpa wohnt hier. Oh, 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 den kennen wir doch noch. Also nein, aber wir kennen die Stadt namens Lunpa aus Golden Sun 1. Und ja, das ist tatsächlich der Kerl, nach dem diese Stadt benannt wurde. Er lummert hier in Lemuria rum. So, nee, hier ist der Senat. Ich zeige euch nur noch mal ganz kurz. Aaron, der da steht. Und es scheinbar immer noch nicht fassen kann. Na? Komm. Ja. Wir lassen den Guten jetzt erstmal eine Weile allein. Für sich. Ihr seht, er ist auch nicht mehr in der Party. Er braucht eine Zeit, um sich zu sammeln. Denn sowas ist ein schwerer Schock, den man erst einmal verdauen muss. Wir können inzwischen die Gelegenheit nutzen, um mit dem guten Lunpa zu sprechen. Der wohnt nämlich hier. Im anderen wichtigen Haus, welches ich ja schon ankündigte. Wir müssen allerdings über den Vordereingang, denn hier ist zu. Oder auch nicht. Seid ihr die Reisegefährten von Aaron? Ach doch, da oben ist er ja. Hallo. Befürchte, diese Tür ist kaputt. Ah, also doch, okay. Aber ich habe ein Fenster über der Tür geöffnet. Kling. Ich muss mich entschuldigen, aber ihr werdet schon durch das kleine Fenster da klettern müssen. Ah, na gut, na gut. Und das ist Lunpa, Leute. Der König der Diebe, wenn man so will. Zack. Da oben ist er. Und jetzt, wie auf magische Art und Weise, ist er verschwunden! Oh mein Gott, er hat uns verarscht! Nein, schnell runter, wir müssen ihn aufhalten! Warum bin ich da rausgegangen? Ich habe keine Ahnung.
So, zack und runter. Hallo, na? Ganz ehrlich, ich bin erstaunt, dass jemand in dieser Zeit noch eine weite Reise über die ganze Welt tätigen kann. Sagt, Aaron ist nicht bei euch. Warum nicht? Seine Mutter hat diese Welt verlassen. Er ging, um ihr Grab zu besuchen. Natürlich, seine Mutter. Er hat sie von ganzem Herzen geliebt. Ein schlimmer Verlust. Es muss sehr schwer für ihn sein. Ja, sag nicht sowas, Mann. Nun, Aaron mag zwar nicht hier sein, dennoch haben wir viel zu besprechen. Genau richtig, wenn Zui nicht lesen kann. Wenn euch Aaron hierher gebracht hat, trachtet ihr sicher danach, das Siegel der Alchemie zu brechen, habe ich recht? Kurz und knapp, vollkommen korrekt. Ah, Aaron hatte Glück, auf euch gestoßen zu sein. Welche Mission konnte König Hydros Aaron zugewiesen haben? Was? Aaron hat euch nicht von seiner Mission erzählt? Wirklich? Dann habt ihr also eigentlich nichts mit Alchemie zu tun? Doch, voll. Unsere Eltern wurden weit im Norden vom Clan des Feuers entführt. Wir entfachen die Leuchttürme, nur um sie wieder zu befreien. König Hydros sagte mir, dass Venus und Merkur wieder entfacht worden sind. War dies euer Werk? Ich fürchte, ich weiß nichts von einem Clan des Feuers im Norden. Ihr wisst ja, Satoros und Minani haben ja damals hier die Leute, die in den Fluss gerissen wurden, aus dem Ufer gefischt, mit Felix zusammen und bei, wisst ja. Aber das erklärt nicht ihr Hiersein, Sir. Sie sind offensichtlich nicht mit diesen beiden verwandt. Wie lauten ihre Absichten? Crane begleitet uns im Auftrag von Lord Barbie von Tolby. Und ich sag schon wieder Sachen, die niemandem was angehen und voll nicht parat. Gut, komm jetzt. Genau wie damals mit Dinaria. Barbie, raus! Wo ist Ken? Ich kenne nur einen Mann mit Namen Barbie. Und das ist schon schlimm genug, weil welcher Mann möchte schon Barbie heißen? Aber es ist ganz und gar unmöglich, das. Meister Lundpa, der Barbie, von dem wir sprechen, ist derselbe Mann, den ihr einst kanntet. Ah, dann ist er immer noch da draußen und lebt in der Außenwelt. Nick, Nick. Es mag nicht der akkurateste Weg sein, dies auszudrücken. Nicht akkurat? Eine höchst eigenartige und weise, einen Satz zu formulieren. Er lebte, ja. Zumindest bis vor kurzem. Dann ist Barbie also von uns gegangen. Doch erst vor kurzem, sagten sie? Als sein mystischer Trank zur Neige ging, begann sein Geist langsam zu schwinden. Dann kenne ich niemanden mehr in der Welt da draußen. Aber seid ihr nicht Lumpa, der rechtschaffene Dieb? Wie Robin Hood, nur cooler und mit langer Nase. So wurde ich einst vor langer, langer Zeit genannt. Warum fragt ihr? Ich wette, es gibt zumindest eine Person in der Außenwelt, die ihr noch kennt. Blam, 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 er checkt's nicht. Und wer mag das sein? Im nördlichen Ankara liegt die Stadt Lumpa. Ein Mann namens Donpa lebt dort. Ich habe jene Stadt gegründet. Und Donpa, er ist mein Sohn. Jetzt herrscht ihr Enkelsohn Dodonpa über die Stadt. Herrschen? Dieses Wort hat keinen guten Klang an sich. Aber es ist durchaus zutreffend. Dodonpa ist ein übler Dieb, der in Ankara viel Leid verursacht. Was ist aus meinem Sohn geworden? Wie kann eine solche Entwicklung zulassen? Meister Lundpa, habt ihr eine Vorstellung, wie alt Donpa eigentlich ist? Er ist, was ich bin, ein alter Mann. Er mag vielleicht sogar noch älter sein als ich selbst. Wenn euch die Nachricht entrüstet, warum geht ihr denn nicht und bereinigt die Dinge? Wenn ich es nur könnte. Ist das der einzige Grund, warum wir hier sind? Neuigkeiten aus der Außenwelt zu berichten? Danke, Jenna, dass du uns endlich mal auf den Punkt bringst. Nein. Es tut endlich mal was für uns, Leute. Wir müssen zum König. Ja, ja. Es tut mir leid, dass ich euch von wichtigeren Dingen angebracht habe. Es gibt noch viel mehr zu besprechen. Doch bevor wir beginnen, gibt es noch etwas, das ich euch sagen muss. Das macht dir doch sicher nichts aus, Felix, oder? Doch. Ganz offensichtlich ist dein Urteilsvermögen stark getrübt, Felix. Ich muss jetzt sprechen. Gut, dass du im ganzen Spiel bisher noch nicht einen einzigen Dialog, / Monolog hattest, dass du jetzt sprechen musst, Crane. Dann leg mal los. Ich habe dies doch niemand außer Felix besprochen, aber ihr sollt wissen, dass ich meine eigenen Gründe für diese Reise habe. Die interessieren uns gar nicht. Die interessieren mich auch nicht, um ehrlich zu sein. Nee. Was aber? Naja. Ihr wisst ja noch, in Champa haben wir darüber geredet.
Und da hat er gesagt, sobald wir in Lemuria sind, hat er versprochen, es uns endlich zu sagen. Ja, dann wollen wir den alten Sackdolch doch mal zuhören. Was meinst du damit? Ich meine nur, dass ich meine eigenen Gründe dafür habe, dass die Lichter der Leuchttürme wieder erstrahlen. Warum sagst du uns das alles erst jetzt? Hat er doch schon gesagt, den Champa. Weil ich weiß, dass unsere Reise eine starke Verbindung mit Lemuria hat. Ich fand es eigenartig, dass Lord Barbie mir auftrug, die Alchemie zu erforschen. Hey, einen Moment mal. Ist es das, was du uns versprochen hast zu erzählen, sobald wir in Lemuria sind? Ach übrigens, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.